We're here on location doing a short for Bravo TV magazine, okay. Bravo TV! Bravo TV! Bravo TV! Wir begrüßen euch sehr herzlich auf Gran Canaria. Wir haben eine Lufttemperatur von 23 Grad und das ganze Jahr über. Auch im Dezember? Ja, wir haben hier ewigen Frühling. Ja, und wie kommen wir jetzt ins Hotel? Mit dem Bus in circa 20 Minuten in den Süden der Insel. Also viel Spaß. Ja, also scheint wirklich wahr zu sein, Bravo TV kommt diesmal aus Spanien. Mit dabei im Reisegepäck, die aktuelle Westernmode. Wir fragten einen Filmproduzenten, ob sein Beruf wirklich ein Traumberuf ist. Wir stellen euch eine neue Band aus L.A. vor, nämlich die Wise. Wem noch Weihnachtsgeschenke fehlen, der kann sich mit Hilfe des Bravo-Tipps eine Uhr herstellen. Und natürlich haben wir uns die neuesten Filme angeschaut. Und eine Newcomer-Band, ich sage nur Deutschland, England, Ibiza. So, jetzt könnt ihr einen kleinen Blick werfen auf eure Hitparade. Wir gehen erstmal ins Hotel. Auf Platz 10 Neil Francis Tennant und Christopher Sean Lowe, besser bekannt als Pet Shop Boys mit Suburbia. Ihr Gitarrist und Hungerkünstler Francis Rossi ist gerade zusammengeklappt. Dennoch Status Quo in the Army Now auf 9. Mit leicht veränderter Besatzung klettert Duran Duran mit Notorious von 10 auf 8. Der Dauerbrenner Take My Breath Away von Berlin, nun schon seit 11 Wochen in den Charts, jetzt auf Platz 7. Sechste ist Madonna mit dem Titel, der ein bisschen nach den Mädelsgruppen in den 60er Jahren klingt. True Blue. Modern Talking mit der Hitparaden-Dauerkarte steigt mit Geronimo's Cadillac diesmal auf Platz 5. Auf dem vierten Platz I Just Died in Your Arms Tonight von The Cutting Crew. In der letzten Bravo-TV-Show im Starportal, diesmal auf Nummer 3, der Bambi-Preisträger Falco mit Coming Home. Listen verbesserten sich von 3 auf 2 mit I've Been Losing You. Und Spitzenreiter. Ich habe einen richtigen Schreck direkt mit diesen ganzen Betonklötzen am Flughafen. Aber es ist richtig schön hier. Aber wo sind wir hier eigentlich? Es ist Puerto de Mogán. Du schau mal, der Typ, der war vorher schon am Flughafen. Ich glaube, der verfolgt mich. Ach, du spinnst ja. Doch, echt? Aber wir sind zum Arbeiten hier. Wir wollten euch was Musikalisches ansagen. Und zwar sag mal, Spanisch kann man hier nicht lernen. Die sprechen alle Deutsch hier. Wir sind trotzdem zum Arbeiten hier. Wir haben ein Interview gemacht in München mit der Gruppe. Drum Theater. Hello, I'm Simon from Drum Theater. Wie würdet ihr euch selber charakterisieren? It's a drum-oriented band, or was it one time? And we spend a lot of time going around to different clubs, listening to different types of music, Oriental music, African music, blues music, funk, pop, reggae. Wir sind eine Percussion-Band, oder wir waren es zumindest einmal. Wir gehen oft in afrikanische Clubs, daher sind wir von verschiedenen Stilen beeinflusst, etwa orientalische und afrikanische Musik, aber auch Blues, Classic, Pop und Reggae. War denn schon mal jemand von euch in Afrika? I've been to Lagos, Nigeria, and went to clubs there, but I was primarily there on business, selling computers. Ich war in Lagos und Algerien, dort habe ich mir auch die Clubs angeschaut, aber hauptsächlich war ich dort geschäftlich unterwegs. Ich habe nämlich Computer verkauft. Ihr arbeitet an einer LP. Was kann man da erwarten? Paul kann das ganz gut beschreiben. Paul? Yes, if you want to hear Jazz, Pop, Neoclassical Music or Reggae, check it out. Ja, wenn ihr Jazz, Pop, Neoclassic oder Reggae hören wollt, solltet ihr mal reinhören. Habt ihr denn ein genaues Konzept für eure zukünftige Arbeit? In clothes the stuff is always changing, the whole kind of feel of the group. It's not like one idea that will remain static. So I think that the music that we'll be doing in the future could be very, very different from what we're doing at the moment.
Wir verändern uns ständig. Das Gefühl der Gruppe ist nicht statisch, auf eine Richtung beschränkt. Unsere Kleidung und die Musik, die wir in Zukunft machen, kann sich sehr von unserem derzeitigen Stil unterscheiden. Ist die bunte Kleidung sehr wichtig für euer Image? It's important, but not to the not to overshadow the music really, which some people seem to think it might be doing. So if it seems to be getting in the way of the music, we'll just turn it down, because we want people to listen to what we're about, not just look at what we're about. I mean, it's something that's meant to look good on stage, but it shouldn't overshadow what we're doing musically. Die bunte Kleidung ist sehr wichtig für unser Image, soll aber nicht die Musik in den Hintergrund drängen. Sobald dieser Eindruck entsteht, verzichten wir ganz darauf. Wir wollen damit auf der Bühne gut aussehen. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? This was one of the biggest dreams we had beyond Bravo TV, actually. Eigentlich war es immer einer unserer kühnsten Träume, mal in der Bravo TV Show sein zu dürfen. Hier, Sir, aber ihr könnt ruhig Deutsch mit mir sprechen. Oh. Achso, das ist gut. Dann mal die erste Frage, sag mal, wie wird man als Deutschsprechender in Spanien Sheriff einer Westernstadt? Ja, vom Beruf bin ich Hotelier und irgendwann mal vor 9 Jahren, so hatte ich satt. Und dieses Geschäft hat damals schon existiert, allerdings ein bisschen anders wie jetzt. Und es ist mir angeboten worden und ich habe das dann damals übernommen. Und wie finanziert sich denn das Ganze? Ich meine, Sie kommen hier vorbei, sehen Sie eine Baracke stehen und sagen, gut, diese Stadt, die renoviere ich und da mache ich eine Westernstadt draus, oder? Ja, damals gab es ja auch noch nicht so viel Touristen. Die Insel hier sehr viel vom Tourismus besucht ist, den Gedanken, den ich da hatte, dass man da eigentlich was touristisch gesehen, dass man da daraus was machen könnte. Und wir machen zurzeit 2, 3 Shows pro Tag, mittags, Nachmittag und dann auch am Abend. Hauptsächlich am Abend. Und hier wohnen auch Leute richtig wie in der Stadt, oder ist das? Nein, wohnt dort niemand. Hier wohnt nur der Leiter vom technischen Service, der Nachtwächter und der Sheriff. Wie viele Leute sind hier beschäftigt? 34. 34? Ja. Was gibt es denn hier für Tiere? Ja, im Ganzen haben wir 28 Kühe, 32 Pferde, rund 60 Katzen, 12 Hunde. Ach. Ja, und das hat sich. Und hier sind früher 2 Ziegen. Ist das richtig, dass hier früher mal Filme gedreht worden sind, richtig? Oder? Ja, es sind früher mal Filme hier gedreht worden. Und zurzeit wird immer noch eine Menge gedreht, aber meistens Werbespots. Ich glaube aber auch die Aussteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk, stimmt das? Ja, das ist letztes Jahr im Mai. Dann wollen Sie nicht länger aufhalten, Sie haben hier noch ein paar Gauner zu verfolgen. Ja, wenn ich meinen Kaffee zu Ende habe. Ja, das ist klar. Das Gefängnis ist auch voll. Also vielen Dank nochmal. Ne? Danke. Sehr gerne. Ja, beinahe hätten wir es vergessen. Es hat natürlich einen Grund, dass wir hier in dieser Westernstadt sind. Sie lassen sich hier einiges einfallen für die Touristen, aber wir haben in unserem Modebeitrag Westernmode. In diesem Augenblick unheimlich angesagt. Birgit und Tina wollen sich auf dem Western-Festival ein paar stilechte Klamotten aussuchen. 119 Mark kostet bei Hannes und Mauritz Tinas enger Lederrock. Vielleicht der Grund für diesen gezielten Lasserwurf? Zwischen Indianern und Cowboys liegt man mit einer zünftigen Jeanskluft allemal richtig. Denn die echten Chaps kosten doch über 300 Mark. Tinas Jeansjacke mit Lederstreifen 79,90. Das strassverzierte Westernhemd ca. 60 Mark, beides von Take It Easy. Lange Jeansjacke mit Knebelverschluss etwa 100 Mark. Der flotte College Pullover 79,90 von Neckermann. Sehr cool Tareks braune Lederhosen 265 Mark. Und die Lederhandschuhe für 16 Mark von 100 Mark. Die lässige Weste 115 Mark Mustang. Hemd Tom Horn 55 Mark. Ab 80 Mark gibt's den Gürtel bei H&M. Ein toller Typ, hinterher! Langsam kommt die Sonne raus und zeigt Tarek in einer eleganten Streifenhose für 115 Mark von Mustang. Die passenden Hosenträger gibt's für ein paar Mäuse dazu. Das H&M Baumwollhemd passt gut zur Levis-Jacke. 40 und ca. 130 Mark.
Birgit fand bei H&M ein lässiges Wildlederjacket mit Fransen für 229 Mark und das Rüschenhemd für 50 Mark. Die Buntfaltenhose ist ebenso schick wie preisgünstig. 50 Mark bei Neckermann. Der Chili-Time-Rock für 75 Mark passt toll zur Weste für 70 Mark. Heiß dieser Bolero-Hut mit Concha-Band. 45 Mark bei H&M. Wer es klassisch will im Western-Stil, geht in 100 Marks Western-Store und holt sich den Stetson für 70 Mark. Cowboy Tarek ganz in Blau. Sein Rocky-Jacket kostet 139 Mark. Die Bolo-Ties gibt's ab 9 Mark. Neckermann hat dieses Hemd für 50 Mark. Die Jacke hat ein Teddyfutter, das im Winter warm hält, und die Levis-Jeans werden von einem Concha-Gürtel gehalten. Ganz schön flott, diese Amazonen. Tinas Patchwork-Jacke mit weißen Lederapplikationen für 109 Mark bei Neckermann passt sehr schön zu der bedruckten Kombination von Chili Time für 149. Die tollen Cowboy-Stiefel gibt's im Western-Store für etwa 180 Mark. Auch Birgits Jeans-Blouson mit der bunten Denim-Verzierung ist von Neckermann. Preis 149 Mark. Spitzenrock von Take It Easy 64 Mark. Stiefel ca. 120 Mark. Hier kommt Tinas bunt bedruckte Kombination noch einmal sehr schön zur Geltung. Die knappen Tops findet man schon für 40 Mark bei Take It Easy. Tarek gehört die Stadt. So jedenfalls tritt er auf in seinen aktuellen schwarzen 501 Jeans von Levis und dem coolen Mustangmantel. Die Hosen mit den Knöpfen bekommt man ab 120, die Gürtel schon ab 20 Mark. Hemden wie dieses gibt es unter anderem bei H&M ab 40 Mark. Den Halsschmuck findet ihr im Western Store. So ein tolles Hutband kostet nur 16 Mark. Der Hut selber ist sehr edel und hat darum auch seinen Preis. 135 Mark. Das sieht aber gefährlich aus, Tina. H&M-Hemd, Mustangmantel und Concha-Gürtel. In dieser Reihenfolge 50, 249 und 59 Mark. Die Stulpenhandschuhe gibt's schon für 19 Mark. Wie Tina und Tarek trägt auch Birgit einen langen Mantel, der je nach Größe zwischen 249 und 289 Mark kostet. Ein Modehit sind die Diamond Wash Jeans von Mustang für 100 Mark. Das Holzfällerhemd von Levis kostet 80 Mark. Aber da bahnt sich was an. Sag mal, Marc, diese Holy Night muss eigentlich auch nicht mehr arbeiten, oder? Ja, scheinbar reicht es ja nicht mehr, die Topless-Bus zu schreiben. Für Leute wie Rod Stewart, Pat Bennett, Tina Turner. Jetzt muss sie ja noch beweisen, dass sie es auch mit einer eigenen Band schaffen kann. Und das hat sie bereits bewiesen mit ihrer Gruppe Device und dem Song Hanging on a Heart Attack. Komm weiter. Hi, I'm Paul Wingerman. Hi, I'm Gene Black. I'm Holly Knight. We're Device. And we like Bravo TV. The Device. Auf Deutsch Plan, Einfall, Kunstgriff, Erfindung. Und zwar eine gute. In Amerika sind sie derzeit der heißest gehandelte Geheimtipp. Device, das sind Paul Engemann, Gene Black und der weibliche Boss Holly Knight. Sie schreibt Hits unter anderem für Tina Turner, Pat Benatar, Animotion und Rod Stewart und verdient damit eigentlich genügend. Dennoch gründete sie im Frühjahr 1986 Device mit dem Ex-Reach-Out-Sänger Paul Engemann und sie holte sich Gene Black, einen bekannten Studiogitarristen. Ihr erster Hit Hanging on a Heart Attack landete gleich in den amerikanischen Charts. Wir stellen euch heute ihre brandneue Auskopplung Who Says vor.
Hier in Los Angeles wollten wir von Holly wissen, ob sie der Boss der Gruppe ist. Sure. Ist diese Band auf demokratischer Basis zusammengekommen oder entscheidest du allein? I think yes to both questions. We're pretty democratic as far as, you know, making decisions, but someone's still gotta be the spokesperson, you know. More, I think because I do a lot of the writing in the band, so, you know, sort of whatever I write in the lyrics, sort of you take it another step further, I guess, when it comes to the press. Holly sagt, beides ist der Fall. Wir entscheiden zwar demokratisch, aber einer muss ja der Sprecher sein. Und da ich auf die Texte der Songs schreibe, liegt die Pressearbeit sozusagen bei mir auf der Hand. Wie ist das eigentlich für die Männer in der Band, einen weiblichen Boss zu haben? Ja. It doesn't feel that way. I mean, it's not really a matter of a boss. And it's not like the sex doesn't really come into it. You know, it's just she's a great musician and great writer and we work well together, so it's really no different than. Wir empfinden das gar nicht so. Auch der Sex spielt da keine Rolle. Sie ist eine gute Musikerin, eine großartige Texterin. Wir arbeiten richtig gut zusammen. Und wer kam auf den ausgefallenen Namen für die Band? Die Weiß, zu Deutsch Einfall? I was trying to think of a name for the group and the name popped into my head. I don't know where it came from. But I did a title search on it to see if anybody else had the name, because I thought, well, you hear that word every day. Surely it must have been used already, and it wasn't. So, you know, I just thought it would be a good name. Holly meint, ich habe über den Namen nachgedacht, dann kam ich auf die Weiß. Wir haben auch recherchiert, ob es diesen Namen irgendwo sonst noch gibt, denn wir benutzen diesen Begriff ja jeden Tag, aber niemand außer uns hatte ihn. Wovon habt ihr zu viel? I think actually, I think I got too much sensitivity. I'd like to be a little harder around the edges. Unfortunately, I'm not. Ich glaube, ich bin viel zu sensibel. Ich müsste eine härtere Schale haben, die ich unglücklicherweise nicht habe. Holly, du hast ja viele Songs über Liebe und Leid geschrieben. Sprichst du da aus eigener Erfahrung? Well, I can say yes the same as anybody else could say yes. I either went through it or I saw a movie about it or I read a book about it or it happened to a friend. It's life experience. It didn't necessarily, those things don't always happen to me, but I'm sort of like a voyeur. Hollys Antwort? Ja, so wie das jeder sagen kann. Entweder habe ich es erlebt oder ich sah die Probleme im Kino, las sie in einem Buch oder es passierte bei Freunden. Es ist einfach Lebenserfahrung. Ich bin eben ein guter Beobachter. Ihr seht schon, Gran Canaria hat viele verschiedene Gesichter. Ja, und wir sind jetzt hier in einem richtig schönen romantischen Fleckchen, was eigentlich auch ganz gut zu unserem Du-Beitrag passt. Ja, und davon erzählt euch jetzt am besten die Ursula. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, das zu erklären. Es geht um eine intensive Freundschaft zwischen zwei sehr jungen Mädchen, die sich einfach noch nicht für Jungs interessieren und sich deshalb fragen, ob sie lesbisch sind. The way it should be. Say you, say me. Say it together. Truly. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you got someone there to say, I'll show you. Always, oh, that's the
Lesben, Lesben. Blöd, Männer. Meine Freundin und ich sind unzertrennlich. Sind wir deswegen gleich lesbisch? That's the way it should be. Das finde ich jetzt toll, dass du die Frage stellst. Ich glaube nämlich, dass sich viele Mädchen und Jungs in deinem Alter die Frage schon mal selbst gestellt haben, aber sich nicht getrauen, offen zu fragen. Worum geht's? Lesbisch nennt man eigentlich zwei Frauen nur dann, wenn sie miteinander sexuellen Kontakt haben, so wie man zwei Männer als schwul bezeichnet, wenn sie miteinander sexuellen Kontakt haben. Also nennt man lesbische Frauen und schwule Männer dann homosexuell. Aber darum geht es uns hier ja eigentlich gar nicht. Denn das, was wir eben gesehen haben, wie die umgehen miteinander, wie sie lieb sind zueinander, dass sie sich Küsschen geben, an Händchen halten und so weiter, das ist ein ganz normales und natürliches Verhalten für Mädchen. Für Jungs nicht. Die gehen anders um miteinander, die berühren sich auch anders, haben anderen körperlichen Kontakt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass hier deutlich wird, dass Jungs und Mädchen verschieden sind und miteinander auch verschieden umgehen. Nur verunsicherbar ist das Mädchen so lange, solange es selbst für sich nicht sicher ist. Wenn es aber sich getraut, Fragen zu stellen, um sicher zu werden, und in diesem Fall haben wir es ja gesehen, stellt die Frage, bin ich lesbisch? Und kriegt die Antwort, nein, alles in Ordnung, natürlich, dann ist sie auch nicht mehr verunsicherbar. Das finde ich ganz wichtig, genauso wie darauf hinzuweisen, dass Jungs eigentlich, auch wenn sie sich oft cool und locker und sicher geben, insgeheim auch noch nicht so ganz sicher sind. Und wenn wir das wissen voneinander, also wenn Mädchen von Jungs und umgekehrt Jungs von den Mädchen wissen, dass die Fassade oft eine Fassade ist und nicht mehr, dass insgeheim dahinter ein Stück Unsicherheit steckt, dann können wir, glaube ich, offener umgehen miteinander. Auf dieser Tropical-Fete, da fühlt man sich ja wie im Film. Ja, allerdings. Es gibt ja hier viele Traumberufe auf dieser Insel. Aber wer hat nicht schon mal davon geträumt, ein Filmproduzent zu sein? Und das heißt natürlich gleichzeitig Chef zu sein von allen, die bei so einem Film mitmachen. Wir sprachen mit einem erfolgreichen deutschen Produzenten, der sich auch an internationale Geschäfte heranwagt. Bernd Eichinger, ein Produzent in Turnschuhen. In einem der schönsten Kinos Deutschlands trafen wir den Mann, der mit Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, seinen ersten Supererfolg erzielte. Mit 37 Jahren ist er der berühmteste Filmproduzent in Turnschuhen. Gelernt hat er sein Handwerk auf der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen. Mit der spektakulären, unendlichen Geschichte setzte er neue Maßstäbe für den deutschen Film. Sein jüngstes Werk läuft zurzeit in den Kinos. Sean Connery und Oscar-Preisträger Murray F. Abraham spielen die Hauptrollen in dem international besetzten Film Der Name der Rose. Für seine Erfolge ist er mit Auszeichnungen überschüttet worden, darunter auch manche für außerfilmische Leistungen. Um an der Spitze zu bleiben, arbeitet er konzentriert und effektiv bis zu 16 Stunden am Tag. Zeitverschwendung kann er sich nicht leisten. Für Bravo TV nahm er sich Zeit und wir wollten von ihm erstmal wissen, was ein Filmproduzent überhaupt macht. Spot an für Bernd Eichinger. Bei mir geht es meistens damit los, dass ich was sehe, lese, erzählt bekomme und dann eben eine Idee geboren wird, wo immer die auch herkommt, ich sage jetzt mal einfach halber, man liest einen Roman, dann würde ich mir die Rechte an diesem Roman zur Verfilmung besorgen. Dann würde ich einen Autor engagieren oder mehrere, die aus diesem Roman ein Drehbuch machen. Dann würde ich mir überlegen, wer kann bei diesem Film Regie machen. Dann engagiere ich den Regisseur, mit dem Regisseur zusammen überlegen, wer kann in diesem Film spielen. Dann wird der Dreh organisiert. Selbstverständlich muss der Film finanziert werden. Das heißt, ich kümmere mich um die Finanzierung des Films.
Während dem Dreh versuche ich, das Bestmöglichste zu tun, um eine gute Atmosphäre beim Drehen eben entstehen zu lassen. Und nach dem Drehen ist es meine Aufgabe, die Promotion für den Film zu steuern. Und man kann sagen, der Produzent ist im Regelfall der Erste, der an einem Film anfängt zu arbeiten, und der Letzte, der immer noch arbeitet, wenn die meisten anderen schon längst beim nächsten Film sind. Wie geschieht die Auswahl der Vorlage? Legen Sie Ihren eigenen Geschmack zugrunde oder gibt es noch andere Gesichtspunkte? Das Verfahren kann überhaupt nur das sein, dass man selbst von der Sache fasziniert ist. Und weil man davon sehr fasziniert ist, nimmt man auch an, dass es andere Leute eben faszinierend finden. Und wenn das eben sich bewahrheitet, dann können Sie weiter Filme machen. Und wenn sich das nicht bewahrheitet, dann müssen Sie aufhören, Filme zu produzieren. Wenn sich Ihr eigenes Interesse an Dingen nicht mehr mit dem deckt, was so die größere Mehrheit der Kinozuschauer eben auch interessant findet. Schlummert denn irgendwo bei Ihnen der Wunsch, mal in Hollywood zu arbeiten? Ja, die Frage ist doch nicht, wo man arbeitet. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gern in Los Angeles oder in Hollywood leben, dann würde ich da hinziehen und würde gar nichts anderes machen als das, was ich jetzt mache. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt in Hollywood leben würde. Und dass halt bestimmte Vorteile dadurch gegeben sind, dass eine gewisse Ballung von Leuten, mit denen man jeden Tag reden muss, die wohnen halt ums Eck. Ich meine, mit denen rede ich halt jetzt am Telefon. Und sonst würde ich halt vielleicht über die Straße rüber gehen. Aber das ist ja genau dasselbe, ob ich das jetzt von hier aus mache oder ob ich das von dort mache. Aber Hollywood ist nicht eine Maschinerie, der man irgendwann angehört oder nicht angehört. Sondern das ist eine Ballung von Leuten, die viel mit Film zu tun haben. Und nichts anderes. Mit was für Problemen bekommt man es im Laufe einer Produktion zu tun? Das größte Problem wäre, wenn Sie nach einer Woche Dreh feststellen, dass beispielsweise Ihr Hauptdarsteller falsch ausgesucht ist. Oder dass das ganze Ensemble nicht funktioniert, dass das Team nicht miteinander auskommt. Solche Dinge sind jetzt mal unabhängig von, sag ich mal, technischen Katastrophen, die natürlich auch in jedem Moment passieren können. Es kann ein Wirbelsturm kommen und ihn den Set unterm Hintern wegfegen. Aber um mal jetzt davon nicht zu reden, aber sagen wir, die größten Katastrophen sind, wenn Sie irgendwann feststellen, dass die Dinge, die Sie sich ein Jahr lang vorgestellt haben und ein Jahr lang daran gearbeitet haben, wie beispielsweise Drehbuchbesetzung und so weiter, dass das plötzlich beim Drehen nicht zusammengeht. Ähnelt die Arbeit des neuen Konstantin-Geschäftsführers nicht ein bisschen einem Tanz am Abgrund, wenn er so viel Geld in eine Produktion steckt? Man steckt eine Menge Geld rein, aber ich muss Ihnen sagen, was noch viel entscheidend ist, man steckt Jahre seines Lebens in jeden Film, und das ist für mich viel wichtiger. Das heißt, die Energie, die in jedem Film drinnen steckt, und die Zeit, die in jedem Film drinnen steckt, also Zeit von meinem Leben, das ist für mich viel entscheidender. Und wenn Sie sich vorstellen, dass jeder Film fast zwei, manchmal sogar drei Jahre von einem Leben wegnehmen, dann wird man sich sicherlich genau überlegen, was man macht. Die Frage bleibt, ist Filmproduzent ein Traumberuf? Natürlich gibt es auch diesmal wieder was zu gewinnen. Wir sind beim Videopuzzle, die Glücksfee steht auch schon im Weg. Ja, also wir sind beim dritten Preis, wenn mich der Hund durchlässt, das waren die Langlaufski. Die hat gewonnen, der Andreas Blei aus Rattingen. Ich komme gar nicht zum zweiten Preis. Der zweite Preis, Moment, einmal ziehen. War die zwei super Schneebuggies, geht an Anne Schmidt in 3180 Wolfsburg. Und hier ist der Gewinner des ersten Preises, das waren die Langlaufski mit den Stöcken. Die hat gewonnen, die Pamela von Bari aus München. Also herzlichen Glückwunsch. Und weil wir hier so sommerlich sind, haben wir uns gedacht, wir machen auch ein ganz sommerliches Videopass. Und zwar haben wir 9 Strandvideos gemischt und ihr müsst 3 von den Künstlern erkennen. Die 9 Preise? Als ersten Preis gibt es eine super Soundjacke. Und zwar könnt ihr da jeden Walkman anschließen und dann die Musik über die Boxen in den Brusttaschen hören. Der zweite Preis ist was Neues für die Haare. Und als dritten Preis gibt es eine Tasche oder eine Staffel oder eine, was ist das? Ein Koffer ist es, für den Strand, für die Schule, für alles, was ihr haben wollt. Die Adresse ist wie immer Bravo TV. 8000. Kennwort Videopuzzle. 8000, München 100. Einzelner Schluss ist der 18.12. Also Video ab. All right.
wer Lust hat, hier auch mal einen Urlaub zu verbringen, für den gibt es ganz spezielle Reiseunternehmen. Ich sag nur eins, Sven. Die Leute lassen sich eine Menge einfallen. Man kann ja zum Beispiel, was machst du denn? Man kann ja zum Beispiel an Jeep-Safaris teilnehmen oder sich solche Fantasiemobile ausleihen. Und mit Fantasie hat auch unser nächster Filmtyp zu tun. David Bowie, der die Musik macht, spielt auch einen Kobold-Helden. Verantwortlich zeichnen der Muppets-Vater Jim Henson und George Lucas, Erfinder von Star Wars. Eigentlich kann bei diese Spitzenleuten nicht viel schief gehen. Du hast 13 Stunden, um aus diesem Labyrinth herauszufinden. Sonst wird das Baby, dein Bruder, einer von uns. Für immer. Life can be easy. It's not always well. Don't tell me truth hurts, little girl. Cause it hurts like hell. Nach Jim Hensons Der dunkle Kristall, George Lucas Der Krieg der Sterne und Indiana Jones erleben sie jetzt eine neue Dimension des fantastischen Films. Die Reise ins Labyrinth. Mit David Bowie, Jennifer Connelly und unzähligen Fabelwesen aus der Wunderwelt der größten Filmemacher unserer Zeit. Fantasie von Jim Henson. Die Zauberei von George Lucas. Die Reise ins Labyrinth. Wir sind in einer Guanchenhöhle. Na sag doch mal, Charlie, wer sind denn die Guanchen? Die Guanchen waren die Ureinwohner der Kanarischen Inseln und als diese 1453 von den Spaniern in Besitz genommen wurden, waren die Guanchen immer noch auf dem Stand der Steinzeitmenschen. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass sogar diese Tische aus einem Stück Fels gehauen sind, so wie übrigens alle Möbel hier. Erinnert mich ein bisschen an Fred Feuerstein. In unserem Brauchtipp stellen wir euch heute vor, wie man Uhren selber macht. Vielleicht noch was für euch zu Weihnachten. Was haben ein Abflussrohr, ein Quarzwerk und zwei Zeiger gemeinsam? Sie lassen sich zu einer verblüffenden Designuhr zusammenbasteln. Wie man das macht, werdet ihr gleich sehen. Ort des Geschehens ist die erste Erdstation unserer Freunde vom Mars. Die haben nämlich alles, nur keine passende Uhr. Step on your watch, we don't need no time, but you know you better watch your step. This dance we do, called step on your watch, you know there hasn't been a better one yet. Das Abflussrohr samt passendem Deckel gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Mark. Zunächst müsst ihr die Reliefaufdrucke sorgfältig abschleifen. Rolex, Timex, Digital Snooze Alarm. Dann bohrt ihr ein Loch in die Mitte des Deckels, das genauso groß ist wie die Gewindehalterung des Uhrwerks. Auch der Deckel muss dann noch glatt geschliffen werden. Sind dann die beiden Plastikteile schön ebenmäßig, könnt ihr sie spritzen. Am besten geht das mit einer Spraydose.
Sind Rohr und Deckel dann trocken, wobei man einen Föhn verwenden kann, geht es an die Montage des Uhrwerks. Die kleinen quarzgesteuerten und von einer Batterie betriebenen Werke gibt es in jedem Kaufhaus für 20 bis 30 Mark. Lasst euch dort auch gleich die richtigen Zeiger geben. Wie ihr seht, ist das Zusammenbauen denkbar einfach. Für die Halterung und die Zeiger sind die Gegenmuttern bereits am Gewindestab. So, fertig ist die ultramoderne Designuhr. Ging doch ganz einfach und hat mit Farbe nur 40 Mark gekostet. Jetzt könnt ihr die Uhr aufstellen oder an die Wand hängen, wie ihr wollt. Viel Spaß! Oh, ist das toll hier. Der Ausblick, ich krieg einen Vogel. Das ist jetzt toll. Nee, das war auch schon. Da ist schon wieder der Typ. Halt, jetzt bleibst du mal hier. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Die ganze Zeit sehe ich dich. Ich bin hier, für ein Video zu machen. Ein Video? Wie sind Double Takes? Zwei. Dann können wir doch eigentlich ein Interview machen. Also ich muss sagen, ihr seht ja wirklich völlig gleich aus. Gibt es denn irgendwelche Merkmale, wo man euch unterscheiden kann? Na, well, yeah, but I can't actually show you now. Cool. Kannst du mir gerade nicht sagen. So, where do you come from? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus England, in Farnham. Sprichst du Deutsch? Ja, ein bisschen. Praktisch. Gut, klasse. Wir wohnen jetzt in Hamburg jetzt. Ja. Wir haben in Ibiza gewohnt. In Ibiza? Oh, schön. Urlaub Spanisch. Gemacht, oder? Urlaub? Nee, wir sind da aufgewachsen mit unseren Eltern. Und ihr macht Musik, habt zwei Singles gemacht und ja, seid habt auch schon jetzt Erfolg. Ja, yeah. Wir sind 27 mit unserer ersten Single, wenn ich sage, in die Hitparade. In Portugal. In Portugal. Oh, auch schön. Na, dann wünschen wir euch, dass ihr bald auch in Deutschland in den Charts seid. Ja, und wir hören uns am besten zum Titel mal an, When You Say Hello. Wir sind hier auf einer Strandparty, einer der vielen Aktivitäten, die hier für die Jugendlichen organisiert werden. Also ich habe das letzte Mal gesagt, ich bin reif für die Insel. Ich muss sagen, mir gefällt's auf der Insel. Ich bleib hier. Nee, du kommst schon mit, denn wir haben wieder Sendung am 1.87, wie immer um 18.45 Uhr. Am gewohnten Platz. Bis dahin, macht's gut und rutscht gut rein. Ciao.